Gegen den haben wir schon mal gespielt. Es gibt die bestimmt nicht nur ein Claudius. Kann sein. Ho! Guck, da wäre Turbo hilfreich. Ah, toll, Alter. Nice! Was? Ja, schade. Turbo nicht schlecht. Oh. Ja. Ah. Arme Nackel. Gut, der geht dran vorbei. Der geht nach vorne oder auch nicht. Ich bleib mal kurz im Tor. Komm, Link hoch. Oh, nice. Nein! War gut gemacht. Ah, der war gut. Bring ich mal schon ein so schönes, so schöne Vorlage, dann wird nicht getroffen. Ja. Ich hab ihn getroffen, nur nicht richtig. Oh nein. Oh, das Ding mal schön hoch in die Luft. Na, ja, nice. Ja, nice, ja, nice. Ja. Oh, schade. Ich glaube, wenn man uns nur hören würde, könnte man auch denken, das ist ein Porno. Das ist doch auch. Nice, nice, nice. Oh, oh. Oh, ja, Amenakoi. Wenn du beim Poppen Amenakoi sagst, dann würde ich dir direkt erstmal eine klatschen. Wer sagt, das ist eine Tierpoppe? Ja, ja, das ist nur Wunschdenken, meine, ne? Wenn das jetzt eine Olle machen würde, dann würde ich jetzt mal den Lörres rausziehen und ordentlich einen ins Gesicht kloppen, ey. Würde ich mit dem Lörres. Ja, na dir. Damit sie den Punkt versteht. Ah, oh, schade. Damit sie das nachvollziehen kann. Ja. Oh! 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 Scheiße, das Video muss ich zensieren. Oh, oh! Oh. Das nenne ich Orgasmus. C-A-R geschrieben. Oh. Nicht ein Orgasmus, nicht ein Orgasmus, ein Torbasmus. Ja, schön wär's. Oh nein, der kommt hier, scheiße. Torbasmus oh. Für die anderen. Fuck. Oh, gekommen. Okay. Ach, das hat uns auch nicht gefallen, wir machen jetzt noch einen schnellen Tor. Der ist AFK, der Torwart von denen. Ups. Ha! Ist auch so beschissen gezielt. Was? Der ist AFK. Ja. Der ist nicht AFK. Der hält sich mehr. Ich halte einen auch hier. Gut. Ja, ja, sauber, danke schön. Ein Torwart muss. Gesehen, dass er ihn so trifft. Stimmt. Nee, hab ich echt.
Oh, Link! Super! Nun leider die falsche Richtung! Ups. Ja, komm, schieß ihn. Danke! Nein! Leck um mir! Unverdient, unverdient. Nein. Der geht dran vorbei. Ja, aber Nachschuss. Einer muss ihn treffen jetzt. Oh, nicht doch ich. Nein. Sekunden Zeit. Ja, komm. Oh, leck mich doch. Das war der letzte Schuss. Fuck. Egal, war ein schönes Spiel. Über zwei verschiedene Marken stehen. Oh. Das heißt, ich bin ja eigentlich schon eine Bitch, ne? Eine Marken-Bitch. Du bist auch so eine Bitch. Was denn? Einfach so? Ja. Alter, wie ich das gemacht habe, das ist einfach godlike. Lucky, fand er ja. Nicht doch, Papa. Weniger quatschen, mehr fahren. Okay. Nein! Ach, super. Jetzt aber ein Auge aufmachen, würdest du nur fährst. Willst du eigentlich? Mal eine Runde nicht von euch gerammt werden. Mach hier jetzt ein Goal, Alter. Wie ich das gemacht hab. Sexuell. Ah. Homosexuell. Nichts gegen Homos. Nur Homo. Ja. Sonst sagst du immer, du hast was gegen Schwule. Du Arschgeige. Sag nicht, ich hab was gegen Schwule, ich hab was gegen dich. Okay, ja. Ja, also sagst du ja... Nein. Ja, das Video schicke ich mal deiner Mutter. Mach das doch. Was weiß sie schon? Ja, klar. Ach so, hast du schon geoutet? Oh, okay. Ja, normal. Meinst du, ich verschweige das meinen Eltern? Knapp 19 Jahre. Ja. Ich bin stammschwul. Hörst du das nicht? Ja, aber auf Jahre die eigenen Buttplugs kaufen ist auch teuer. Die was? Ist egal, irgendwas Führung, bla bla bla. Was für Plugs? Ich hab gesagt, ich war mal so frei und hab uns. Ja, dich interessiert keinen gerade. Ich hab das wahrscheinlich nicht verstanden, was Nico gesagt hat. Er hat gesagt, die Buttplugs, also die Dinger, die du in den Arsch schiebst, die sind auf Jahre auch teuer, deswegen. Immer auf Weihnachtsgeschenke hoffen. Ich
gehe immer in den Wald und schnitze mich selber. Kennt ihr diese Familie? Splitter sind die Qual, ne? Wo die ganze Familie so Dildos herstellt, so Holzdildos. Ja, hab ich schon mal gesehen. Alter, das ist doch der Horror. Stell dir mal vor, du stellst mit deiner Mutter solche Holzdildos her. Die müssen doch in der Schule die müssen doch gemobbt werden bis zum Tod. Klar. Würde ich jedenfalls hoffen. Das wäre der Horror, ey. Stell dir mal vor, deine Mutter stellt Holzdildos ein und meint, du sollst ins Geschäft mit einsteigen. Du polierst die, der eine schmiergelt die schön, damit sie auch ordentlich flutschen. Einer macht die Glasur da drauf oder was auch immer das ist. Stell dir vor, du kriegst einen Splitter von dem Scheißding. Boah, stell dir das mal vor. Das ist bestimmt für den Arsch. Bei uns hier in der Nähe war mal eine, die hat sich Gurke reingeschoben und hat die da nicht mehr rausgekriegt. Oder nee, Zucchini. Zucchini ist doch das Ding, was unten dick ist und oben dünn, ne? Ja, eine Zucchini. Hat die da nicht mehr rausgekriegt. Die musste dann ins Krankenhaus. Voll lustig. Das hat die als Ausrede benutzt. Wollte Fruchtsalat machen? Weiß ich, ey. Ja, Fruchtsalat bestimmt in der Möse. Ah, Zucchini ist auch keine Frucht, glaube ich, oder? Nee. Gemüse. Eben. Ah, ich wollte einen Fruchtsalat machen und dann der Arzt so, aha. Mit dem Gemüse. Interessant. Das Rezept möchte ich gerne mal haben. Digga. Ja, was soll ich sagen? Lustiger ist es, wenn man Geschlechtsverkehr hat und vor wegen Kraft. Und der Mann kommt nicht mehr raus. Das werden wir verstanden. Was? Ist egal, ich muss die hier rausschneiden. Dingenskirchen, ja, was soll ich sagen? Bei, wo ich im Markkauf gearbeitet habe, da hat sich mal eine in der Umkleidekabine eine Gurke reingeschoben. Okay. Ja. Richtig, richtig geil. Stell dir mal vor, da ist jetzt so eine Gurke, die schon in der Möse war, auf dem Fließband. Alter, der ist drinne. Auf dem Fließband liegen. Das sah ja auch bei diesem Film da, wie hieß der nochmal? Ach ja, 50 Shades of Grey. Da sind in den Kinos überall Gurken gefunden worden auf einmal. Echt? Ja. Bäh! Einer hat gesagt, so einen Abend, so drei Vorstellungen, hat er so 4-5 Gurken rausgeholt. Alter, als ob! Und dann kannst du auch einen Gurkensalat draus machen. Was für ein Bäh, was für ein Perverser, Alter. Ja. Stell dir mal vor, bäh! Sind halt... Frauen können auch pervers sein. Gut, okay, dass die dann geil werden und so, ist ja... Ist alles okay, ist natürlich. Ja, das ist natürlich. Aber nicht in der Öffentlichkeit. Aber die sollen sich da keine, im Kino, keine Gurke in einem Foot zu stecken, Alter. In eine Foot. In eine Pflaume. Meiner. Du Wichs. So ein Arschgesicht. Du kriegst auch gleich mal eine Gurke geschickt, du. Ah, die war nicht in der Foot. Ne Pflaume drinne. Ich glaube, diese Videos darf ich nicht online stellen. Klar. Ja, guck dir doch mal an, was die anderen YouTuber so hochladen. Ah, ich habe ja den Vorteil, keiner guckt meine Videos. Kann ich ja hochladen, was ich will. Ja, ein bisschen abgefuckt. Ich hatte einfach heute auf der Arbeit kein Feuerzeug und musste erstmal ein Feuerzeug kaufen. Oh. Eigentlich ist das eine Map, wo wir immer drauf verlieren hier. Sag sowas nicht. Wie ich die ausgespielt hab. Berger! Ja, ja. Nice. Ah, ich komme nach vorne. Oh. Schön gemacht. Meins.
What? Atom, du! Link! Hast Glück gehabt, lach nicht so. Alter, macht er den Save des Jahres noch? Ey, Junge, Junge, Junge. Da bin ich jetzt so kassiert. Gott. Was macht ihr da? Schlecht mittig aufwarten. Wow. Ja. Das habe ich gerade auch gedacht. Das. Okay, muss man den lassen. Der ist Meister. Agronaut. Ist ein Arschloch. Ich glaube, Meister ist Level 50 bis 60. Dann kommt Legende und dann kommt Rocketeer, ja. Aber dass der dafür, dass er so einen guten Rang hat, ist ja eigentlich nicht so gut. Okay, so zum Thema. Du kannst nicht einfach mal die Klappe halten. Ah, komm, was willst du eigentlich? Immer dasselbe mit dir hier. Immer muss die anderen Leute das schlecht reden. Ja. Dann machen sie die Tore. Ne? Das ist immer das gleiche mit dir. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Arme Narkoi. Hoch die Hände, ich muss niesen. Ich wollte gerade sagen. Ich kann man nicht erinnern, dass das ein Video ist oder ein Diet. Hoch die Hände, ich muss niesen. Das reimt sich auch nicht mehr. Arme Narkoi. Aber das ist so ein Rotztyp, der Kerl. Ne? Aber hat's geschafft. War der nicht. Müsste der nicht auch im Knast oder so? Oder auf Bewährung? Echt? Alter, nice! Ach. Was? Hab ich den berührt oder ja? Ne, eher, ne? Auf die Hände, aber da zuckt eben der drinne. Hätt nicht doch, hätt! Nee, doch. Da gibt's denn nicht mehr viel zu lecken. Spaß, ich hab nichts gegen Dicke. Nur gegen Schwule. Nein, Spaß. Hab nichts gegen Dicke. Nur gegen dich. Das ist eine richtige gute Laune-Phase. Ja. Das liegt daran, dass Deutschland heute so genial gewonnen hat, weil Deutschland einfach. Deutschland ist. Deutschland ist einfach toll. Ja, es war ein schönes Spiel. Wow, aber ich hab so gezittert beim Elfmeterschießen. Haha, nicht nur du. Na. Ich finde, so schräg dran zu fliegen ist noch viel schwerer als gerade. Echt? Ich finde es allgemein, dass die überhaupt immer treffen, finde ich ziemlich schwer. Das geht eigentlich. Mittlerweile treffe ich den eigentlich, sagen wir mal, zu 50% der Fälle. Ja, ist schon mal weitaus mehr als bei dir. Ist trotzdem Zufall. Das ist nicht Zufall, das ist reinstes Können. 50% ist reiner nicht, Zufall. Oder auch nicht Können. Ist jetzt Auslegungssache. Reiner Zufall? Ja! Oder reiner Wahnsinn? Ach, Wahnsinn trifft's oder, auch. Oder Volker Racho. Ist gesoffen? Kennst du die nicht? Reiner Zufall! Reiner Zufall! Volker so. Racho! Voll abgekackt! Verstehe ich nicht. Wer ist denn voll? Übelst verschissen. Nein, das geht so nicht. Das sind. Das ja, ist mir schon Namen. Klar, Mann. Och, Mann, ey, geh mir nicht auf. Red doch nicht mal so einen Scheiß hier! Pisaia. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber du bist ein Arsch. Warum? Oh, so. Stefan sagt mir das immer. Also ich habe immer das Gefühl, dass er denkt, dass ich ein Arsch bin. Also ich bin auch ein Arsch, aber... Ja. Ist auch egal. Aber wieso hat er das Gefühl? Warum weiß er das nicht also besser? Ich hab... Nein, das war falsch ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass er mich nicht mag. Ach so. Ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Ach, Quatsch. Doch, das stimmt. Ich glaube, der interessiert sich gar nicht für dich.
Echt? Ist er wieder am Lauschen? Der ist auf jeden Fall noch im Raum. Also, ich weiß nicht. Der ist noch im Raum, ja. Dann lauscht er wieder. Der redet halt so ungefähr, wenn er aufgenommen wird. Easy. Ja. Easy. Hier zwei. Hey, Schildkrötentor? Ach so, weil ich auf dem Rücken war quasi. Cool, hatte ich noch nie. Schön. Noch ist es möglich. Das Wunder von wie auch immer die Arena heißt. Das Wunder von abgekackt. Alter, geil, die Karre rechts da hat voll den geilen Kopf Iro. Mit diesen Haaren, ja. Den kriegst du, kann ich auch machen. Echt? Ja. Ich läuf bei dir. So, jetzt neues Match suchen, nicht Replay speichern. Ey, er hat's geschafft beim ersten Mal. Oh komm, schnauze jetzt. Dann müssen wir jetzt mal die Nase putzen. Name Nagel. Warum haben die eigentlich in diesem Ladescreen die beiden hässlichsten Karren, die sie gemacht haben? Okay, nein, diese eine ist da nicht drin. Ach, was fragst du mich das? Ja, ich denke, ich dachte wenigstens, das weißt du. Das spielen wir dann schon wieder gegen dieselben. Oh, jo. Oh, wieso kackt das? Egal, schon. Oh, Mann, liebe Leute. Leute, Leute, Leute! Weiß nicht, ob sie es schon gesehen haben, aber wir kacken gerade ab. Ich weiß nicht, ob sie schon wussten, halt, dass. Ja. Du kennst da echt hier gar keine Comedians. Sorry, ich hab den scheiß Raab nie geguckt. Raab? Ist das nicht von Raab? Nein! Von wie kommt das denn? Von diesen hier, Hoffmann, wie heißt der? Ich weiß noch nicht, ob sie es auch schon wussten. Aber ach, der Schwacko, ach. Dieser Epic Save. Ich wollte eigentlich diesen Raben, das sind liebe Leute. Weiß ja nicht, ob sie schon gesehen haben. Wir kacken immer noch an. Aufgeben. Wird schon kein Bock. Nein. Auf Junge, Alter, der heißt einfach Abkratzer. Ah, ja, okay, dann. Abkacker. Ist doch ekelhaft. Oder der hat so ein richtiges Mad Max Mobil. Habe ich auch alle. Boah. Wenn wir jetzt nochmal gegen die spielen, ne? Das wäre richtig scheiße. Ja, das wäre sehr unangenehm. Aber ich glaube, wenn man rausquittet aus dem Match, hat das keine. Keine negativen Effekte. Ja, ne? Doch, hat es. Echt? Ja, hat es. Es ist immer, wir müssen zweimal verlieren, um einen Rang runterzugehen. Oder einmal gewinnen, um einen hochzugehen. Das ist momentan jedenfalls so. Zweimal verlieren um einen runter und einmal um einen hoch. Ja. Alter, das ist ja eigentlich total easy. Dann hoch. Ja, aber leider verkacken wir immer dreimal, bevor wir einmal gewinnen. Das ist ja jetzt Quatsch. Okay, meistens verkacken wir zweimal, bevor wir einmal gewinnen. Alter, einfach den Deadmau5 Dingens. Ja, was soll ich da machen? Den Ball berühren. Ja, hab ich ja, aber nur in, der ist halt dann in die falsche Richtung gekullert. Guck, na, Krug hast du nicht berührt. Hab ich wohl. Nee, ist doch egal. Ich hab auch gar nicht damit gerechnet, dass wir gewinnen. Seid, wenn ihr solche Verkacker seid, ey. Immer dasselbe mit euch. Mann, Mann, Mann. Oh, Alter. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. La, 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 la. Nein. Oh oh. Nein! Mhm. Wo hat der Sack denn noch berührt?
Ich hab keinen Boost. Kann nichts machen. Ja. Da hab ich nicht gesehen, dass er so schnell daran ist. Wow, wow. Wow, Tier. Was ist das denn für ein Name? Rotkopf 61. Das heißt, glaube ich, Redhead auf Norwegisch. Link! Vielleicht sollen wir einfach nur fahren, Lin. Was sind wir? Vielleicht ist einer noch von uns fahren, Lin. Das würde ja so vieles erklären. Oh. Der hat noch nicht eine Rot-Grün-Schwäche, sondern eine Rot-Blau-Schwäche. Mhm. Gibt's echt sowas, ne? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, es gibt es. Es wäre jetzt voll cool, wenn du schon so ein paar Milliarden Abonnenten hättest. Dann könnten die das bestimmt in die Kommentare schreiben. Mhm. Also Leute, wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja. Nein, Spaß. Nee, ist richtig. Tom interessiert sich liest sich die Kommentare eh nicht durch, weil er keine hat. Würde ich eh nicht empfehlen. Leute in den Kommentaren sind nicht wirklich nett. Warum? Meistens sind das ziemlich fiese Leute. Ach, kannst einfach nur mit Kritik nicht umgehen in dem Punkt. Ich habe jetzt noch keine, nur zwei Kommentare gekriegt und waren beide positiv, also. Ja, von wem waren die denn? Von Ipsy und von Mike? Ach Quatsch, nee, von Trenden meine ich. Was haben die geschrieben? Netter Channel, mach weiter so. Netter Channel? Ja. Das heißt eigentlich, du bist scheiße. Nein, Spaß. Lateinisch für Scheißkopf. Das heißt Lateinisch für Vollidiot. Nein, Spaß. Dafür steht Mojo. Nee, Mojo heißt sowas wie Glücksbringer. Also Mojo ist, es gibt so ein Mojo, das ist ein Glücksbringer. Also, ich kenne Mojo nur von ja, Austin Powers. Ja, und von Dingens, von Transformers oder so. Nee, da war der Hund hieß so, ne? Ja. Ja. So ein Hurenbock. Sag mal, das will ich hier aber nicht auf deinem Kanal nicht hören. Aha. Oh oh! Viel Schlimmeres auf meinem Kanal. Ja, soll ich hier spielen? Der dann direkt in der Mitte springt, ey. Die haben aber auch echt Lack, die kleinen Pimmelberge an meiner Tzatziki, ey. Boah, Tzatziki ist voll geil. Deinen Gedanken kann man echt wie so einen geraden Strich folgen. Der sich um sich selbst dreht. Ja, ist das jetzt Quatsch. Den hab ich doch erstmal easy kaputt gebumst. Der geht auch in der Mitte. Mm. Oh, Zucker! Fühlst du das auch? Wie diese Bier geprickelt hat in meine Bauchnabel. In mein Arschloch. Nein. Nice. Ha. Ich hab nichts gesehen mit dieser schwarzen Wolke. Ich hab nichts gegen Schwarze. Nicht Schwarze. Idiot. Gott sagen, die schwarze Wolke war der Rest von meinem Auto. Zumindest habe ich nichts Gutes gegen Schwarze. Oh, doch, Waffen. Nicht Effektives. Ja. Oh Mann. Nein, ich hab echt nichts gegen Schwarze. Das Video ist rated A für Arschloch. Ach, kam nicht mal raus. So ein Glücksschuss. Ja, der macht nur Glücksshots, Alter. Shots? Ja, egal. Can you feel the love tonight? Immer so sichern. Ach du Kacke. Easy. Ja, für die. Da.
Gott. Ja, Tom braucht eine Minimap. Gottes Willen. Was macht Tom? Tom braucht eine Minimap. Ja, gerade das auch gehen. Oh, das ist so abfuck, ne? Lass mal aufhören, kommt kein Bock mehr gerade. Das bringt heute nichts. So wie üblich.